Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen RPGX-Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch gerne RPGX vorstellen. Die wenigsten von euch werden wahrscheinlich RPGX kennen. Und das ist einfach sehr, sehr schade, denn RPGX ist eine der besten Optionen, momentan Star Trek-Rollenspiele zu betreiben. Das heißt, falls euch Star Trek interessiert, falls euch Rollenspiel interessiert, falls euch am besten die Kombination von Star Trek und Rollenspiel interessiert, schaut euch bitte dieses Video an, schaut euch an, was RPGX ist. Und im Anschluss würde ich mich sehr über Kommentare, Anmerkungen und Anregungen hierzu freuen. In diesem Video möchte ich euch gerne darstellen, was RPGX ist, wie es funktioniert, wofür ihr es benutzen könnt, welche grundlegenden Funktionen es gibt und einige Maps ganz kurz darstellen. Was ist also RPGX? RPGX ist ein Mod, ein Rollenspielmod für das Spiel Star Trek Voyager Elite Force. Star Trek Voyager Elite Force ist ein Shooter, der vor mittlerweile 15 Jahren erschienen ist. Und ihr jetzt die Ersten sagen, 15 Jahre, was soll ich mit einem Spiel, was 15 Jahre alt ist? Natürlich wurde dieser Mod über die Jahre weiterentwickelt, immer wieder verbessert. Es gibt jede Menge neue Funktionen und im Endeffekt hat er mit dem Originalspiel relativ wenig gemeinsam. Zur Installation. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr an den Mod rankommt, wie ihr ihn installieren könnt. Es gibt bei verschiedenen Gruppen einen Komplett-Installer. Ihr braucht dafür nicht einmal das Originalspiel. Ihr ladet euch einfach diesen Installer komplett legal, relativ einfach und habt in 10 bis 15 Minuten alles soweit fertig. Das Problem bei diesem Installer ist, ihr habt zwar alles, allerdings ist diese Version inkompatibel zu einigen Servern. Denn RPGX, wie gesagt, es wurde über die Jahre weiterentwickelt und es gibt einige Engine-Versionen, die inkompatibel zueinander sind. Dieser Installer hat eine spezielle Version und andere benutzen teilweise andere Versionen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ihr das Spiel zu Hause rumliegen habt, wenn ihr die CD irgendwo noch habt, einfach den Mod selber laden, dann die neue Engine manuell laden, installieren und schon könnt ihr frei wählen, was ihr benutzen möchtet. Das aber nur ganz grundlegend zur Installation. Wer Interesse an diesem Spiel hat, das installieren möchte, kann sich gerne an mich wenden, gerne über die Kommentare oder einfach online nachgucken, denn die Installation versuchen zu erklären, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Wenn ihr nun also dieses Spiel habt, dann ist es relativ einfach, damit zurechtzukommen. Ihr startet die RPGX ganz normal, seid im Hauptmenü, wählt ein Server aus, was entweder über das Servermenü oder über die Konsole funktioniert. Und sobald ihr auf dem Server seid, ladet ihr eine bestimmte Map, entweder die Standard-Map, die gerade geladen ist, oder ihr ladet euch selber eine. Was ich euch in diesem Video zeigen möchte nun, sind einige Standard-Maps, die relativ oft benutzt werden. Wir fangen an auf der Map RPG Academy. Unschwer zu erkennen soll diese Map das Sternflotten-Hauptquartier, die Akademie auf der Erde darstellen. Es gibt hier verschiedene Büros, es gibt einen Transporterraum, es gibt auch eine kleine Bar. In erster Linie ist diese Map einfach gedacht, wenn es fängt ein neues Rollenspiel an, die Kadetten werden frisch entlassen und diese Map kann genutzt werden, um dann dort den Start zu bilden. Also ein Admiral kommt vorbei, gibt allen den Auftrag und dann startet die Crew in die weiten Welten des Universums. Eine der Hauptfunktionen von RPGX ist auf den allermeisten Maps ein funktionierender Turbolift. Ihr könnt also einfach über das Menü eine Station auswählen, dorthin fahren und der Turbolift bewegt sich dorthin. Auf anderen Maps gibt es teilweise auch die Möglichkeit, sich einfach direkt beamen zu lassen. Alternativ ist es auch immer möglich, wenn ein Admin auf dem Server ist, sich einfach vom Admin beamen zu lassen. Ihr könnt euren Charakter in RPGX über das Hauptmenü einstellen. Es lässt sich der Name, die Klasse, der Rang, das Alter und die Rasse auswählen. Außerdem gibt es eine ganze Menge an Skins. Es gibt größtenteils alle, die ihr aus dem Singleplayer von Elite Force vielleicht kennt. Das sind alle Charaktere aus Star Trek Voyager. Eine ganze Menge an Alien-Skins, wie zum Beispiel Hirochen, Klingonen, Romulaner. Oder auch unbekanntere Rassen. Ihr könnt eure Klasse anpassen
und durch das Anpassen der Klasse ändert sich eure Ausrüstung. Wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt gerade in der Kommandoklasse seid, habt ihr in der Regel nur einen Recorder, ein Pad und einen Kaffee. Wenn ihr in der Sicherheitsklasse seid, habt ihr entsprechend natürlich einige Waffen. Es gibt auch zum Beispiel eine Way-Team-Klasse, die dann speziell für Außenmission gedacht ist. Ihr habt also alles, was ihr für eine Außenmission brauchen könntet. Phaser und Phasergewehr, ein Hypospray und ein Hyperspanner. Hier lässt sich auch noch anmerken, dass ihr in RPGX sowohl Hypospray als auch Hyperspanner benutzen könnt und sich dadurch auch etwas ändert. Wenn jemand also zum Beispiel niedergeschossen wurde, liegt bewusstlos am Boden, könnt ihr mit dem Hypospray wiederbeleben. Genauso können mit dem Hyperspanner beschädigte Stationen oder Schiffsteile repariert werden. Das zu den Grundlagen hier. Auch die Waffen, wie gesagt, funktionieren komplett. Ihr könnt ganz normal damit schießen. Ihr könnt auch, wenn ihr jemanden trefft, ihn natürlich auch erschießen. Was zum Beispiel bei Enterungssituationen an Bord oder nützlich ist. Das zu dieser Map. Nun werden wir einen ganz kurzen Exkurs auf einige der beliebtesten Schiffsmaps machen. Wir werden mit der RPG Voyager anfangen. Unschwer zu erkennen am Namen ist, soll diese Map die USS Voyager darstellen, die Intrepid-Klasse aus der Serie Star Trek Voyager. Die meisten Maps haben die grundlegenden Bereiche eines jeden Schiffs, die Brücke, den Maschinenraum, Krankenstation, eine Shuttle-Rampe, ein paar Quartiere, das ist eigentlich auf jeder Map vorhanden, das wirklich sich ein Rollenspiel grundlegend aufziehen lässt. Und dann gibt es je nach Umfang der Map natürlich auch noch zum Beispiel Wissenschaftslabore, Cargo Base, mehrere Transporterräume, vielleicht noch eine Hilfsbrücke oder. Es gibt da ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. So, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt im Transporterraum der Voyager. Auf der Voyager-Map und auf einigen anderen gibt es neben dem Turbolift und dem Beam auch noch eine andere Möglichkeit, um herzukommen, das sind die Jeffreys-Röhren. Das System ist hier nicht ganz ausgebaut, ihr könnt nicht überall durch die Jeffreys-Röhren haben. Aber einige Bereiche sind durch Jeffreys-Röhren erreichbar. Es kann zum Beispiel auch im RP sehr gut genutzt werden, wenn ein Techniker jetzt Arbeiten durchführen soll, kann er sich in die Jeffreys-Röhren dort zurückziehen, dort reparieren. Wie gesagt, es sind auf dieser Map nur ganz wenige Map-Bereiche ausgebaut mit Jeffreys-Röhren, aber es ist eine Möglichkeit, sich zumindest ein bisschen umher bewegen zu können. Dann auch hier der funktionierende Turbolift. Ganz normal das Deck auswählen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hat diese Map schon fast alles aus dem Original. Die Original-Voyager hat 15 Decks. Ihr könnt auch hier Deck 1 bis 15 sehen. Einige Decks dazwischen, Deck 4, Deck 6 und 7, fehlen. Aber es sind eigentlich alle Bereiche komplett dargestellt. Es gibt jede Menge an Quartieren, es gibt eine Krankenstation, es gibt das astrometrische Labor, es gibt sogar den Maintenance-Bereich auf Deck 15 und. Wir werden uns jetzt einmal kurz die Brücke ansehen, um die Funktion zu demonstrieren, die es auf dieser Map gibt. Denn das Hauptfeature in RPX ist einfach, im Gegensatz zu einem Chat- oder Foren- oder E-Mail-Rollenspiel, bei dem ihr einfach euren Text schreibt, dass ihr wirklich die Umgebung um euch habt. Ihr seid wirklich auf einem Föderationsschiff, könnt die Konsolen ganz normal benutzen und habt auch die entsprechenden Effekte dazu. Ihr könnt zum Beispiel die Alarmsysteme hier benutzen. Jetzt haben wir zum Beispiel den gelben Alarm aktiviert, was auch einmal durch das Blinken und einmal durch die Anzeige rechts unten dargestellt wird. Diese Anzeigen sind auf dem gesamten Schiff, nicht nur auf der Brücke. Genauso lässt sich zum Beispiel der Antrieb hier aktivieren. Ihr könnt die meisten Türkonsolen benutzen, entweder zum Klingeln oder einfach die Tür öffnen, je nachdem. Hier ist es so, dass natürlich auch im RP dann die Fantasie gefragt ist. Natürlich wird man nicht einfach in den Bereitschaftsraum des Captains stürmen, sondern vorher klingeln. Beides ist an einer Konsole, das heißt, oben ist die Klingel und unten ist der Öffnungsmechanismus. Ihr könnt auch einfach ohne Klingeln bereits rein, aber wie gesagt, das ist einfach dann etwas, was sich im RP dann ergibt. Nur noch ein kurzer Blick auf den Maschinenraum dieser Voyager Map. Wie ihr seht, auch hier sehr, sehr nah am Original alles dargestellt. Ihr könnt hier zum Beispiel den Kern ausstoßen auf dieser Map.
Was dann natürlich auch direkte Konsequenzen auf der Brücke hat. Das heißt, wenn ihr den Kern ausstoßt, dann wird das Schiff natürlich, wenn es gerade auf Warp ist, unter Warp gehen. Könnt ihr auch hier könnt ihr den Lift ganz normal benutzen. Ihr könnt auch auf der anderen Seite die Leiter benutzen, je nachdem, was euch lieber ist. Das einmal zu dieser Voyager. Neben den größeren Schiffsmaps gibt es natürlich auch Stationsmaps. Zum Beispiel ist die Station Vanderbilt eine der beliebtesten. Im Grunde sind die Funktionen relativ ähnlich. Es gibt genauso eine Brücke bzw. eine Ops auf der Station. Es gibt eine Krankenstation, es gibt einen Maschinenraum. Es gibt jede Menge Quartiere. Es gibt aber auf den meisten Stationen auch zum Beispiel noch eine große Promenade. Ihr könnt also nicht nur wie auf einem kleinen Schiff alle möglichen Ingenieure und Wissenschaftler rumlaufen lassen, sondern könnt auch Zivilisten ausspielen, Barkeeper und so weiter. Je nachdem, wo euer jeweiliger Plot dann angesiedelt werden soll. Ihr seht hier zum Beispiel auch, es gibt ein Science Lab, Sickbay. Und hier auf dieser Map ist es zum Beispiel auch so dargestellt, das sind insgesamt 65 Decks, das sind aber nur eine ganz kleine Anzahl davon, könnt ihr wirklich betreten. Was aber für das RP mehr als ausreichend ist. Wie ihr seht, ist der Turbolift wirklich in Bewegung, das heißt, ihr müsst wirklich im Moment warten, bis ihr da seid. Nun sind wir hier auf der Promenade. Wie ihr sehen könnt, sind hier einige Shops dargestellt und ihr könnt wirklich... In diesem Plot zum Beispiel könnte man einige Barkeeper, Shopkeeper, Verkäufer und so weiter darstellen. Hier zum Beispiel ein klingonisches Restaurant. Wichtig ist natürlich auch, es ist immer noch ein Rollenspiel, das heißt, die Maps sind immer nur so gut wie die Spieler dahinter. Wenn ihr ein Rollenspiel mit 2 oder 3 Leuten spielen wollt, dann macht eine Map wie diese Riesenstation natürlich wenig Sinn, denn dadurch kann man sie nicht wirklich ausspielen. Es gibt aber auch kleinere Maps, zum Beispiel die Ariana-Map. Die Ariana ist einfach nur ein kleiner Runabout. Ein etwas größeres Shuttle, das sich zum Beispiel sehr, sehr gut für kleinere Außenmissionen eignet. Wenn ihr zum Beispiel nur zu zweit oder dritt seid, könnt ihr auch dort spielen. Alternativ ist es natürlich auch mal möglich, genauso wie in Foren-Rollenspielen, einfach andere Charaktere durch NPCs ersetzen zu lassen. Das hier wäre also die Ariana-Map. Wie ihr seht, ein relativ kleines, kompaktes Schiff. Hier sind wir auf der Brücke. Auch hier die ganz grundlegenden Funktionen, Alarmsysteme, Waffen... Ihr hört jetzt auch den Alarmsound. Ihr könnt auch hier ganz normal die Waffen abfeuern. Diese Map ist eine der wenigen, auf denen es nicht nur einen Warp-Antrieb gibt, sondern auch einen Impulsantrieb. Ihr seht jetzt, wir sind in Bewegung. Allerdings nicht mit Warp, sondern nur mit Impuls. Das unterscheidet sich auch sehr bei den unterschiedlichen Maps. Bei manchen ist wirklich Impuls und Warp-Antrieb dargestellt werden. Das ist nur der Warp-Antrieb. Bei wieder anderen seht ihr einfach nur, dass ihr euch bewegt, hört aber keinen Effekt. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich dargestellt. Wie gesagt, das hier ist ein ganz minimales Schiff, bei dem es wirklich für kleinere Außenmissionen gedacht ist. Könnt ihr zum Beispiel auch einzelne Bereiche des Schiffes abriegeln. Sehr praktisch zum Beispiel bei Eindringlingen. Hier ist das Schiff dann bereits zu Ende. Also es ist wirklich nur ein ganz kleines Runabout.
eine weitere Map im Grund. In Grundzügen angucken. Das wäre die Serenity Map. Die Serenity Map ist eine Galaxy-Klasse. Die Serenity deshalb, weil es eine der älteren Maps ist. Das heißt, einige der neuen Funktionen, zum Beispiel das Turbolift-System, sind dort noch nicht eingebaut. Allerdings ist diese Map. Ist diese Map sehr, sehr oft umgestaltet worden. Ihr könnt dort jede Menge Retextures laden, sodass, wenn ihr jetzt hier Leute auf dem Server habt, die schon eine Weile spielen, die Map wahrscheinlich bei jedem anders aussehen wird, weil jeder sein eigenes Retexture dafür entwickelt hat. Wie ihr hier sehen könnt, es gibt keinen zentralen Button im Turbolift. Es gibt aber dafür vier Schaltflächen. Hier steht zum Beispiel einmal Bridge. Wenn wir jetzt auf die Brücke wollen, einfach draufklicken und wir sind auf der Brücke. Der Turbolift bewegt sich nicht, wir kommen einfach direkt an. Und wie gesagt, auch das hier ist ein Retexture. Im Original sieht die Map komplett anders aus. Nachdem wir nun unsere Führung über die Maps, über die ganz grundlegenden Maps, es gibt noch eine ganze Menge andere. Also es gibt, wir haben jetzt eine Trapid gesehen, wir haben eine Galaxy gesehen, wir haben ein kleines Runabout gesehen. Es gibt jede Menge andere Maps. Es gibt Nova-Klassen, es gibt Excelsior-Klassen, Sovereign-Klassen. Jede Menge von Prototypschiffen, von Eskorten wie die Defiant-Klasse oder Rapier-Klasse. Es gibt jede Menge an von Föderationsschiffen. Es gibt auch einige Alien-Schiffe, es gibt ein Bird of Prey als Map dargestellt, es gibt ein Erosion-Schiff, ein Mainon-Schiff, kleinere Alien-Shuttles, größere Alien-Stationen, es gibt jede Menge. Und es gibt, wie wir am Anfang gesehen haben, die Academy-Map, es gibt jede Menge von Boot-Maps. Beispiel für Außenmissionen, für Gerichtsverhandlungen oder für anderes, was auf Planeten stattfinden sollte, genutzt werden können. Ich hoffe, das hat euch einen ganz, ganz, ganz groben Überblick gegeben, welche Maps es gibt, welche Funktionen es auf den Maps gibt. Es gibt, wie gesagt, das Alarmsystem, was funktioniert. Es gibt, ihr könnt scannen, ihr könnt Kanäle öffnen, ihr könnt auf Warp gehen, ihr könnt den Turbolift benutzen. Das sind so die grundlegenden Sachen. Dann zum RP selber. Es gibt in RPGX eingebaut direkt ein Chat-System. Es gibt dort zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal den Global-Chat. Der Global-Chat ist in weiß dargestellt und ist auf dem ganzen Schiff, auf der ganzen Map sichtbar. Das heißt, wenn ihr auf der Brücke steht und schreibt im Global-Chat, ist es auf der ganzen Map sichtbar. Das andere ist der Lokal-Chat. Dieser ist in grün dargestellt. Der Lokal-Chat ist nur im näheren Bereich maximal auf demselben Deck nicht sichtbar. Das heißt, wenn ihr auf der Brücke schreibt und jemand steht im Maschinenraum, wird er das nicht sehen. Es ist unterschiedlich geregelt in unterschiedlichen Communities, was benutzt wird. Es hängt auch sehr, sehr stark von der Spielerzahl ab. Wenn 5 bis 10 Leute da sind, wird in der Regel immer im Global-Chat geschrieben, einfach damit auch die anderen mitbekommen, was passiert. Wenn natürlich 20 Leute da sind, macht es mehr Sinn, im Lokal-Chat zu schreiben. Wie genauso in Foren und Chat-Rollenspielen lässt sich natürlich die Kommunikation dann zum Beispiel über das Sternflottenzeichen realisieren. Und ihr könnt, wie gesagt, euren Charakter komplett anpassen. Ihr könnt den Namen ändern. Ihr könnt die Klasse ändern. Das ist je nach Server verschieden, welche Klassen euch zur Verfügung stehen. Ihr könnt den Rang ändern. Ihr könnt das Alter anpassen. Rasse, genauso Höhe und Gewicht, und ihr könnt auch den Skin ändern, je nachdem, was euch da beliebt. All diese Sachen sind auch über die Konsole möglich. Ihr könnt einfach die Konsole öffnen und dann auch dort zum Beispiel den Namen ändern. Auch ist es hier möglich, die Klassen zu, die Farben zu ändern. Also zum Beispiel wird im RP für Kommando dann natürlich rot benutzt. CO steht für Commanding Officer. So ist es einfach übersichtlicher. Das heißt, ihr seht dann im Chat einfach, da hat jemand Rotes was geschrieben, da hat jemand, es ist einfach übersichtlicher, das zuzuordnen, als wenn alles komplett weiß ist. Diese Möglichkeit gibt es also auch. Ihr habt auch eine Spielerliste auf dem Server, wo ihr seht, wer gerade connected ist, wo diejenigen sich aufhalten, wo ihr auch die ID zum Beispiel findet, wenn ihr jemandem eine Privatnachricht auf dem Server schicken möchtet, die nur derjenige lesen soll, auch das ist möglich. Ihr könnt zum Beispiel auch eine weitere Funktion, das Pad, was ihr habt, ihr könnt eine Nachricht auf dieses Pad schreiben und dann
über die Drop-Funktion dieses Pad fallen lassen. Und derjenige, der es dann aufhebt, der wird jetzt die Nachricht sehen, wie ihr jetzt sehen könnt. Auch diese Nachricht von auf dem Pad wird dann nur derjenige sehen, der das Pad aufhebt. Dann eine ganz, ganz wichtige Funktion für ein Rollenspiel ist natürlich, Emotionen darzustellen. Das kann natürlich ganz normal, wie das im Chat oder Forenrollenspielen üblich ist, durch die Aktionsbeschreibung ganz normal im Chat mit Sternchen passieren. Eine andere Funktion ist über die Konsole, über die sogenannte Mii-Funktion. Dann taucht es direkt im Chat so auf. Eine weitere Möglichkeit, sich auszudrücken, sind die sogenannten Emotes, die in den meisten anderen Spielen auch vorkommen. Es gibt eine ganze Reihe an Emotes hier. Die wichtigsten sind vor allem solche, mit denen ihr euch setzen könnt. Denn natürlich möchte der Captain nicht das ganze, den ganzen Plot nur stehen. Ihr könnt, es gibt jede Menge Konsolen-Emotes, mit denen ihr Konsolen betätigen könnt. Ihr könnt zum Beispiel euren Kommunikator benutzen. Und es gibt noch jede Menge weitere. Zum Beispiel könnt ihr euch als verletzt darstellen, wenn jetzt gerade ein Angriff passiert ist. Und so weiter und so weiter. Es gibt da eine ganze Menge an Emotes, die einfach... Es würde jetzt zu lange dauern, jeden einzelnen zu zeigen, aber es gibt ein Emote-Menü, was sehr, sehr übersichtlich ist, nach Kategorien sortiert. Und ihr könnt dann einfach, je nachdem, welche ihr haben möchtet, ihr ganz normal hier auf die jeweiligen Tasten binden und dann durch Drücken der Taste auslösen. Ihr müsst also nicht jedes Mal in dieses Menü gehen. Das zu den grundlegenden Funktionen, was den Charakter angeht, Charaktererstellung und Charakteranpassung. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch einen kleinen Überblick gegeben, was RPGX ist, wieso ihr es testen solltet, wenn ihr Interesse an Star Trek, Star Trek Rollenspielen habt. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, benutzt gerne die Kommentarfunktion, schreibt mir eine Nachricht. Ich werde unterhalb dieses Videos im Infobereich einige Links hinzufügen, wo ihr Informationen zu RPGX findet, zu noch aktiven Communities, die regelmäßig Plot spielen, in denen ihr auch einfach probehalber euch das Forum einmal ansehen könnt, in denen ihr weitere Informationen findet zur Installation, in denen euch auch geholfen wird, wenn ihr Fragen habt. Und natürlich zu den Plot selber, wenn ihr einfach das Spiel zum Laufen bekommen habt und möchtet euch einmal einen Überblick verschaffen, wie läuft so ein Plot ab in RPX. Das Einfachste ist, einfach hingehen, angucken. Es gibt regelmäßig Termine und es ist immer möglich, einfach hinzugehen, für eine Stunde, für eine halbe Stunde, einfach nur da zu sitzen, sich das Ganze anzugucken. Und sobald ihr denkt, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie es abläuft, einfach reinkommen, mitmachen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, benutzt die Kommentarfunktion, meldet euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal.